Hallo und zurück, hallo und zurück, zu einer neuen Folge God of War Ascension. So, zuletzt haben wir hier alle drei Schlangen eingedockt, nebenher krabbel ich hier schon mal auf den Turm wieder rauf. Und ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Zuletzt haben wir ja den Turm da nicht richtig ausfahren können, oder beziehungsweise der Tempel kam uns nicht richtig näher, weil die irgendwie versperrt waren. So, hier muss ich nicht noch... Ach doch, warte mal, da unten ist doch jetzt was. Aha. Wir waren zwar schon mal hier, aber jetzt liegt hier was. Hallo? Ich habe doch was eingesammelt. Ich weiß jetzt nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich das schon mal gespielt habe. Also das ist ein zweites Profil, das habt ihr am Anfang in der ersten Folge gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es damit zusammenhängt, weil das Artefakt hatte ich schon mal. Das weiß ich hundertprozentig. Falls ja, ist es ein bisschen schade. Naja, war auf jeden Fall dann ein Artefakt. So, hier kommen wir nicht mehr mal hoch. Hier waren wir ja auch schon mal, aber ich glaube, hier waren die Kisten wieder... Nee, hier nicht. Hier waren die nicht nochmal gefüllt oder erneuert. So, Leben brauche ich jetzt auf jeden Fall mal, weil wir haben ja jetzt nur ein bisschen über die Hälfte. So. Okay, hier waren wir doch. Hier ist auch nichts Neues. Okay, dann krabbeln wir einfach mal rauf. Und ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Ein imposanter, riesiger Tempel. Diesmal werden meine Gaben dem Orakel gefallen. Ich weiß es. Nein! 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 Meine Gaben! Sie muss sie alle bekommen! Es muss einfach reichen. Bitte, so hilft mir doch jemand! Jetzt haben wir mit einem riesen Ocelot hier zu kämpfen. Ja gut, ist kein Ocelot, ich weiß. Aber ich habe den Namen von den Dingern nicht. Verdammt. Aber mit popligen drei Äpfeln einer Orakeldame hier ein Angebot zu machen, das ist ja auch schon ein bisschen arm. Naja, vielleicht hat er ja nicht mehr, aber es waren ja wunderschöne Äpfel. Oh, Alter, diese Ratte hier, diese Flug... Alter, was? So, sorry, wenn es manchmal ein bisschen zu klappern anfängt, aber ich muss hier meine Sticks bewegen. Meine Sticks, ne? Oh. So, ich hoffe, ich stelle mich diesmal besser an. So, dann dazu erzähle ich aber gleich mehr. So, jetzt muss ich nämlich wieder ja, aus Benommenheit rausgehen. So, jetzt ist aber mal Ende Gelände mit hier. So, schlagen und ausweichen, Kratos. Ausweichen. Ausgewichen. Peitsch. Peitsch. Ausweichen. Peitsch. Peitsch. Boah, Alter, wie viel hält denn dieses Ding aus? Ah, jetzt komm runter! So, jetzt haben wir wieder Leben dazu bekommen, aber ich glaube nicht allzu viel. So, zumindest kann der Scheißer nicht mehr fliegen. Man macht uns immer noch einen Heidenschaden. So.
Nein, ach nö. Jetzt macht er auch nur so kleine Dinger. Ach, die können auch noch Feuer sprengen. Alter, der Große ist schon schlimm genug. Brauche ich den Kleinen nicht mehr. So, ich wechsle mal kurz zur Feuerfähigkeit. Scheiß auf die Orks. Ich brauche diese Zusatzfähigkeiten. Wiedersehen! So. So, und nochmal. So. So, jetzt zu dir, mein Freund. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen muss, ob ich Knöpfchen drücken muss. Oder einfach nur so draufschlagen. Einfach erstmal nur so draufschlagen, okay. Ausgewichen. Und nochmal, ausgewichen. Zack. So. Hier ist sein eigenen Schmanz, du blödes Ding. Und du wirst mich jetzt nicht besiegen. So, hab ich doch gesagt. Jetzt, das mehr, also beim ersten Mal, wo ich das im Test gespielt habe, wie gesagt, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt, bin ich hier sau oft draufgegangen, weil das scheiß viel, voll viel Damage gemacht hat. So, jetzt habe ich es heute hingekriegt, auf Anhieb. So, jetzt ziehen wir uns mal ran. Die Kamera geht nach hinten, es wird immer dramatischer. So, jetzt wird das ganze Gebiet hier unter Strom gesetzt. Die ganze Spirale. So, jetzt kommt mal Bewegung in die Sache. Der Turm ist nun komplett freigelegt, oder der Tempel. Immer höher drehen die Schlangen das Rad. So. So. Das war doch mal was. Jetzt sind wir dem Tempel mal näher gekommen und der uns auch. So, jetzt will ich aber mal gucken. Können wir nur 5000 Orbs tragen? Weil das so eine ganz runde Zahl ist, wundert mich das jetzt ein bisschen. Dann würde ich einfach mal die Flammen hier aufwerten oder mache ich das hier? Ach komm, Ares-Fähigkeit. Wir können beides so ein bisschen aufwerten. Oder kann ich nochmal zurück? Nee, kann ich nicht, scheiße. Nee. Ich hätte vielleicht mal... Nee, das reicht gar nicht aus. Und kann mich sagen, könnten wir die Chaos-Klingen für sich nochmal aufwerten. So. Eis-Poseidon. Neue Angriffe freigeschaltet. Poseidon beben und Poseidon beben in der Luft. Beben in der Luft, okay. Klingt ein bisschen merkwürdig. So, nächste Stufe kostet 4000 Orbs. Die haben wir jetzt nicht mehr, aber hier können wir noch ein bisschen was verteilen. Dann müssten wir aber auch fast blank sein. Ja, bis auf 4 Orbs, klasse. Feuer des Ares. Neue Angriffsfähigkeit freigeschaltet. Inferno-Schlag L1 und Dreieck. Inferno-Schlag in der Luft. L1 plus Dreieck in der Luft. So. Fiole Dingens. Ja, genau, das hängt hiermit zusammen. Wie gesagt, ich habe schon einige Artefakte im ersten Testspiel eingesammelt. Und da wird das wahrscheinlich mit schon gewesen sein, dass uns das Artefakt letztes Mal nicht angezeigt wurde. Schade eigentlich. So. Aber es ist ja auch kein Walkthrough oder wie auch immer. Ein Gameplay-Video ist das ja hauptsächlich. Ein Spiel mit. So. Der Tempel sieht so ein bisschen aus wie so ein Samurai-Helm. Finde ich. Mit den Schlangen. Die haben ja auch immer diese spitzigen Spitzen. So. Oh nein, da vorne ist eine Keule und Leben. Achso, Leben brauchen wir. Haha. Ich dachte schon, hier kommen jetzt neue Feinde. Also jetzt sofort. Ich meine, jetzt wirklich sofort. Da wäre ich nicht bereit für. So, wieder ein volles Leben. Und jetzt können wir auch Magie gebrauchen. Das ist doch schön. So. Und hinter diesen Toren befindet sich der Tempel von Delphi. Oh nein.
Oh nein. Eine Bestie. Die sich auch noch Slack-Lappen teleportieren kann. Oh nein. Okay, okay, okay. Dann wechsle ich mal zu der Fähigkeit von... Nimm das! Oh, 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 oh. Ja, so. Zum Glück wusste ich das noch. Nicht wundern, wer jetzt erst zuschaltet oder gerade reinblickt, dass ich so manche Fähigkeiten plötzlich und plötzlich aus dem Nichts einsetze, deswegen plötzlich. Doppelt unterstrichen hält besser. Kennt das ja. Ich habe das bereits mehr oder weniger gespielt. Zwar nicht durch, aber aus dem Testzwecken schon mal ein bisschen vorangeproschen, Alter. Geht gut. Ah, fuck, fuck, fuck. Ah, scheiße. So. Mist. So. Mach das da. Oh, scheiße. Boah, diese Misttöten. So, dann helfe ich mir, weiß ich mir gerade nicht besser zu helfen als. Haben wir hier auch mit auch eine Fähigkeit? Nein, haben wir natürlich nicht. Wieso haben wir denn nur mit Ares so eine Fähigkeit? Egal. Setzen wir einfach nur mal ein. So. Fuck, weil ich habe nämlich jetzt schon fast kein Leben mehr. Da weiß ich mir nicht besser zu helfen, als einfach mal brachial einfach drauf loszulangen. Ah. Boah, wann haben wir den Knilch denn hier? Ich glaube, gleich haben wir ihn. Boah, Alter, ich sehe doch gar nichts. Boah. So. Und so, jetzt schneide ich dir den Kopf ab. So. Alter, und wir haben kein Leben. Alter, nein. Boah. So ein Kampf, so viel Leben verloren, wir haben keine Kiste. Das ist fies. Naja, Orbkisten haben wir, toll, ja. So, als nächstes werde ich mich aber wieder der Fähigkeit von, der Stärke von Chaosklingen widmen mit den Punkten. So. Weil ich gehe mal davon aus, dass das so eine Grundstärke und die wird dem, den Fähigkeiten nochmal zusätzlich hinzugefügt. So. Das ist die Treppe, die starr nach oben führt. Wer also nach oben will, muss diese Treppe nehmen. So, was ist das denn? Keine Ahnung. So, ich gehe mal hier rechts entlang. Aha. Was ist denn hier? Versperrte Tür. Diese Tür kann nicht geöffnet werden. Aha. Kommen wir wahrscheinlich später erst durch. Was sagt die Tür hier? Apollo, der Retter Delphis. Dank sei Apollo für die Zähmung des mächtigen Phytons, der unsere Orakel bedroht hat. Okay. Ich weiß nicht viel über Apollo. Apollo ist was anderes. Was? What the? Scent of Time? Scent of Time... Scent of Time. Okay. Vielleicht öffnen sich jetzt die Türen, aber ich glaube, das ist hier das Haupttor. Dann werde ich mich erstmal diesem Tor hier widmen. Ah, gut, man kann die jetzt zerschlagen, das ist nice. So. Phönixfedern. Eine weitere und hier wahrscheinlich ein Goronenauge. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Gibt die nämlich meistens abwechselnd. So, neue Notiz, Prophet Kastor. Nach der göttlichen Vision des Orakels Atlea darf der heilige Nebel nicht gestört werden. Alle unstetigen Visionen dürfen nur dem Propheten enthüllt werden. Aha. Dürfen sie nur? Sollten sie nur? Na dann. Und nochmal hier sich in den Nebel begeben.
Die Zeit zersetzt alles. So. Ah, hier haben wir Leben. Leben, 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 Leben. So, das Leben sammle ich noch ein. Zack. Damit wir hier volle Leben, voll des Lebens sind. So. So, jetzt sollten wir voll sein. Aber was uns dort hinten erwartet, ihr ahnt es schon. Erwartet ihr, erfahrt ihr morgen. Und bis dahin sage ich Tschüssi. Und ich freue mich wieder, wenn es morgen wieder heißt Let's Play God of War Session und du bist dabei. Also nochmal bis morgen. Tschüssi.